In unserem heutigen Video zeigen wir dir die komplette Sequenz unseres Rücken-Qigong-Kurses. Herzlich willkommen bei Einfach besser leben. Mein Name ist Wolfgang und heute zeigen wir dir endlich die komplette Sequenz unseres Rücken-Qigong-Kurses. Wir, damit ist Verena und meine Wenigkeit gemeint, wir werden dir die Übungen jetzt zeigen. Wenn du Video 1 und 2 noch nicht angeschaut hast, dann mach das bitte jetzt, denn du solltest wissen, wie ist die Übungsausführung, die exakte Ausführung. Es lohnt sich wirklich, diese 30 Minuten für beide Videos zu investieren und sich das anzuschauen. Und dann bist du auch bereit, jetzt mitzumachen. Okay, wir starten. Hol dir eine Matte, wenn du das noch nicht getan hast, such dir einen Platz und dann legen wir los. Verena, ich darf dich auf diese Matte bitten. Wir beginnen wieder mit der Grundstellung. Find dich in der Grundstellung ein. Leg deine Hände auf den Unterbauch. Blick geradeaus. Und dann bleib jetzt einige Atemzüge. Gerne kannst du auch die Augen schließen. Freue dich auf die kommenden Übungen. Aktiviere das sogenannte innere Lächeln, indem du die Mundwinkel nach oben hebst. Freue dich, deinen Körper durchzubewegen. Lass dich etwas nach unten sinken. Mit dem nächsten Ausatmen sinken deine Schultern. Und mit dem nächsten Ausatmen entspann dein Kiefergelenk. Stell dir vor, du gibst dein ganzes Gewicht wirklich nach unten in den Boden ab. Beobachte, ob deine Atmung in den Bauch fließt, ob deine Bauchdecke sich hebt und senkt beim Einatmen. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst. Achte darauf, dass deine Gesäßmuskulatur entspannt ist. Dein Becken rollt ganz leicht nach vor. Und dann beginnen wir mit der aufwärmenden Massage. Hände lösen und aneinander reiben. Oder auf und ab zu bewegen. Mach diese Bewegung, bis du ein Wärmegefühl spürst im Bereich der Nieren. Und dann streif einmal die Rückseite nach unten. Bleib unten einen Moment hängen. Spüre, wie die Schwerkraft an deiner Wirbelsäule zieht. Entspann deinen Nacken. Dann beug deine Knie und roll dich wieder auf. Langsam Wirbel für Wirbel. Beide Hände gehen zum Nabel und wir beginnen den Bauch zu kreisen. Zuerst entgegen der Verlaufsrichtung des Dickdarms. Und dann zurück zum Nabel und die Richtung umkehren. Also von rechts nach links.
in Verlaufsrichtung des Dickdarms. Mach diese Übung wieder, bis du ein Wärmegefühl spürst in deinem Bauch oder in deinen Organen. Und dann komm zurück, Hände bleiben unter dem Bauchnabel. Das Becken zu drehen nach rechts und links. Komm zum Lebensdore klopfen. Arme klopfen dabei auf den Körper. Blick geradeaus. Du schaust auf Augenhöhe durch den Raum. Dann aktiviere wieder deine Brustwirbelsäule, indem du die Arme in diese Position bringst. Lass deine Arme langsam höher steigen. Augenhöhe und lass sie wieder langsam sinken. Bis auf Nabelhöhe. Arme entspannt wieder. Um den Körper pendeln. Und dann lass die Bewegung ausklingen. Wieder lass dein Gewicht nach unten sinken. Nimm deine Hände für die Hüftkreise hinten auf dein Becken und beginn jetzt zu kreisen. Die Kreise sind zuerst klein und werden allmählich größer. Bezeichnest sozusagen mit deinem Becken eine Spirale. Lass die Bewegung so groß werden, wie es sich gut anfühlt für dich. Die Bewegung wird langsam kleiner. Bis sie in der Mitte zur Ruhe kommt und dann dreh die Richtung um. Beginne wieder klein. Lass die Bewegung dann größer werden. Versuch auch bei dieser Bewegung weiterhin bewusst und tief in den Bauch zu atmen. Vorstellen, wie du deine Hüftgelenke schmierst, lockerst und dann lass die Bewegung wieder kleiner werden. Komm in die Mitte, zurück. Lass deine Hände noch einen Moment auf der Niere, Becken ist leicht nach vorne gekippt. Und wenn du in den Bauch atmest, dann versuch zu spüren, ob du eine Bewegung, eine Atembewegung unter deinen Händen wahrnehmen kannst. Prüf für dich, ob du eine Wärmeempfindung im unteren Rücken hast. Und dann löse wieder deine Hände. Dann dreh dich auf eine Seite. Nimm dein rechtes Bein nach vor. Beginn zur Dehnung des Hüftbeugers. Sink wieder nach unten. Bis du die Dehnung spürst. Mache ein ganz, ganz leichtes Wippen.
über den Muskel in der Dehnung. Sich etwas verkürzt, wieder verlängert. Und dann machen wir den Wechsel auf die Seite. Wir bleiben in der Position, drehen uns einfach nach vor. Drehen uns nach vor. Und drehen uns auf die andere Seite. Lassen uns wieder sinken. Wippen in die Position. Vergiss nicht, deine rechte Hüfte etwas nach vor zu bringen. Achte darauf, dass deine Kniescheibe hinter deinen Zehen ist und du in den Bauch atmest. Dann dreh dich wieder in die Mitte. Schließ das linke Bein und komm wieder zurück in die Ausgangsstellung. Nimm dir immer wieder Zeit, in die Ausgangsposition zu sinken. Wir machen weiter mit der Wirbelsäulenatmung. Mit dem Einatmen kipp dein Becken nach hinten. Ausatmend kipp nach vor. Ausatmen, einatmen. Letzte Wiederholung. Einatmen, aufrichten, Arme entspannen. Hände gehen nach hinten. Nierenstärkenden Übung. Kontrolliere noch einmal deine Fußposition, dass sie parallel ist. Dann schieb dein Becken leicht nach vor, lehn dich etwas zurück. Blick geht nach oben. Ausatmen. Einatmen, aufrichten. Ausatmend. Nach unten. Einatmend. Innenseite hoch. Ein, aus. Lass dir Zeit beim Aufrichten, einatmen, tief in den Bauch, ausatmen. Zwei Wiederholungen. Stell dir noch einmal vor, wie du alles Alte abstreifst, alle Verspannungen, frische Kraft nach oben ziehst und sie speicherst in deiner Niere und bleib jetzt aufgerichtet in dieser Position. Entspann deine Schultern. Sinken, löst die Hände für das Regenbogenschwenken, Finger ineinander verschränken, Arme über den Kopf, Handflächen zeigen zur Decke, mach einen runden Kreis mit deinen Armen, ausatmen, zur Seite, ein,
Einatmen in die Mitte. Finger lösen. Arme entspannen sich nach unten. Spüre mal kurz in dieser Position nach. Wie ist der Kontakt nach unten zum Boden? Knie gebeugt, Becken leicht nach vorne gekippt. Atmen in den Bauch. Wirbelsäule aufgerichtet. Und dann drehen wir uns zur Seite, gehen in die Dehnung für den Gesäßmuskel. Vierfüßler stellt. Nimm dein linkes Bein nach vor, leg den Unterschenkel quer. Diese Position. Bleib jetzt entweder in dieser Position oder entspann dich. In der Position. Mit dem nächsten Einatmen stütz deine Hände auf, stell deine rechten Zehen auf, drück dich nach oben und geh zurück in die Vierfüßlerposition. Rechtes Bein vor, Unterschenkel querlegen, linkes Bein gleitet nach hinten und in dieser Position wieder die Dehnung. Spüren in der rechten Seite des Gesäßmuskels. Stell wieder deine Hände auf. Zehen. Drück dich aus der Position heraus. Und setz dich auf die Matte. Und für die Abschlussentspannung machst dir auf dem Rücken liegend gemütlich. Das war jetzt die komplette Sequenz dieses Rücken-Qigong-Kurses. Und du siehst, du hast ein relativ kurzes Programm. Wie oft soll man das Ganze jetzt machen? Das hängt von deiner Motivation ab und davon, wie schnell du deine Schmerzen loswerden möchtest. Wenn du Schmerzen hast, dann empfiehlt es sich natürlich, diese Übungen täglich einmal zu machen. Es hat sich aber gezeigt, dass wenn man die Übung morgens und abends macht, das oft einen stärkeren Effekt hat. Das musst du aber für dich ausprobieren. Die besten Zeiten sind morgens und abends, aber natürlich auch jede Zeit, die du zwischendurch und am Tag dafür entbehren kannst, ist perfekt geeignet dafür. Ja, teste die Übung für dich aus. Ich hoffe, dass sie dir den gewünschten Erfolg bringen. Wenn dich das Thema Qigong interessiert, dann schau dich ein bisschen auf unserem Channel um. Wir haben noch mehrere Videos zu diesem Thema und dadurch kannst du das Ganze auch ein bisschen vertiefen. Wenn du noch mehr Theorie dahinter möchtest und mehr Systeme, mehr Qigong-Übungen kennenlernen möchtest, dann darf ich dich auch auf unsere DVD hinweisen, der moderne Qigong-Kurs, die 8 Brokate, der bei Amazon erhältlich ist. Dann hast du einfach eine breitere Bandbreite. Und was machst du, wenn die Schmerzen besser sind? Natürlich
weitermachen. Wie ich schon einmal gesagt habe, Qigong hat einen präventiven Charakter und wäre eigentlich dafür gedacht, präventiv zu arbeiten. Und damit du dieses Problem nicht mehr bekommst, bleib einfach dran. Find dein Übungsprogramm, deine Übungen, die dir dabei helfen, dass deine Wirbelsäule und damit du als Mensch gesund bleibst. Denn die Wirbelsäule steht ja nicht nur für sich alleine. Die Wirbelsäule kann man ja auch als Lebensachse bezeichnen. Und die Qualität deiner Wirbelsäule, der Ausrichtung deiner Wirbelsäule hat maßgeblich eine Auswirkung auf deine organische Gesundheit und damit dein gesamtes Wohlbefinden, wie dir jeder Chiropraktiker und jeder Osteopath bestätigen wird. Also sei es dir selber wert, dass du diese Übungen regelmäßig in dein Qigong-Training einbaust. Mittlerweile ist Verena zurück aus der Entspannung. Ich hoffe, es hat auch dir gut getan. Es war ein Vergnügen für uns, dir die Übungen zu zeigen. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit wiedersehen. Am besten abonniere unseren Channel, dann bist du immer up to date, was unsere neuesten Produktionen betrifft. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es auch mit anderen Leidtragenden oder anderen, denen du etwas Gutes tun möchtest. In diesem Sinne dürfen wir beide uns von dir verabschieden und ja, bis zum nächsten Mal.